Und damit, okay, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn ihr euch das Video heute einmal genauer anschaut, sollte euch auffallen, dass die Qualität sich 10.000-fach versteigert hat, geisteskrank. Das liegt daran, kurzes Vorwort, ich habe einen neuen Prozessor, den i9-12900K und eine neue Capture Card, die von Elgato, die 4K60 Pro, das heißt, dieses Video wird euch in krassem 4K geliefert. Und ihr könnt es in krassesten Einstellungen genießen. Ah, ich freue mich schon so, heute das alles auszutesten. Weil, ja, das ist tatsächlich mein erstes Mal, dass ich das teste. Also, was heißt teste? Getestet habe ich es tatsächlich schon häufiger. Lass euch nicht hier von diesen roten Punkten irritieren. Das sind ein Pickel. Hat man in meinem Alter so. Wir kommen jetzt erstmal hierzu. Ich freue mich so, dass mein PC wieder steht. Es ist so krass. Schattengänger, ihr Sturmstrei drängt alle in Reichweite zurück. Sie sind unsichtbar, wenn sie sich bewegen. Also, Reaktionsschüsse sind also, sie sind gegen sie wirkungslos. Ja, also, hier habt ihr alle Hände voll zu tun. Aber denkt daran, wenn ihr gewinnt, dann, dann kann ich mit euch kommen. Mit so einer Stimme, da sehe ich ihn tatsächlich. Oh mein Gott, für mich ist das tatsächlich schon wieder ein paar Tage her. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Aber ich glaube, das geht doch recht schnell hier. Ah, ja, ja. Baby Rosalina macht ja gut Flächendamage, weswegen wir... die macht gar kein Flächendamage. Ja, der Zug war vielleicht nicht so geplant wie gedacht. Nicht so schlimm. Wir stellen uns hier hin. Ich habe jetzt nur vorgelesen, was die Viecher machen, aber mir selber nicht gemerkt, was sie tun, gell? Aber gar nichts kann er. Da ist nämlich der Erste schon raus. Wundervoll. So, mit Rebella steppen wir direkt mal hinterher. Oh, ich will da nochmal jumpen. Genau, genau, genau. Besiege 13 Gegner. Das aber eine Menge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob ich mich darüber freuen soll, dass das so viele sind? Weiß ich nicht. Aber hier können wir gut beide treffen. Kommt mit dem Crit? Leider nein. Ist egal. Nicht so schlimm. Mein Prozessor sagt bei krassester Einstellung hier 50%. Falls euch das interessiert oder so. Kann ja sein. Bowie kann halt noch schießen, gell? Ach, von denen kann man nie genug haben. Komm. Die Cutscene kennen wir schon, wobei aber noch nicht in 4K. Klar, natürlich, das Bild selber ist nicht in 4K. Es wird hochskaliert, aber es sieht für euch trotzdem ein Stück weit besser aus. Wir sollten nach Möglichkeit nicht alle gleichzeitig... nee. Den Dings ist gegen die wirkungslos, gell? Den haben wir raus schon mal. Komm, da gibt's volles Kanonenrohr, irgendwelche Schockwellen. Bläh, bläh, bläh. Wunderbar. Da muss ich erstmal einen Schluck Wasser trinken. Hoffentlich fragt mich keiner, was das für Wasser ist. Ich habe tatsächlich hier im Studio kein anderes. Verzeiht mir. Da oben steht keiner, oder? Nö. Dann lass uns mal gucken, was die Gegner hier machen. Ach ja. Vor allen Dingen sehe ich jetzt unten in der Ecke besser aus. Yeah. Na, jetzt schreit er so ein bisschen, aber ich glaube, das liegt an irgendwelchen... Keine Ahnung, an was das liegt, bitte. Egal, konzentrieren wir uns nicht darauf. Ja, ich habe jetzt wieder zwei Monitore, ich kann jetzt hin und her gucken. Trotzdem spiele ich tatsächlich auf dem Full-HD-Monitor, weil einfach die Sicht nach da fürs Video auch besser aussieht, wenn ich jetzt so gucken würde. Einfach aus dem Bild raus für euch. Deswegen lieber hier. So, da oben war ja keiner. Deswegen... Ach, da steht einer. Ich krieg dich. Ja, natürlich kriegen wir dich. Minus 1. Ja. 2 plus 2 is 4. Minus 1, that's 3 quick mess. Ich hab Englisch studiert. Bieben Sie nicht eins, Profi. Nee, wenn dann so volle Kanne da rein. Boom. Schade, dass der Block nicht kaputt gegangen ist. Will ich mit Rebella nach da vorne oder mit...
Wir steppen mit Rebella. Fliegen wir bis nach da drüben. Und wir fallen auch nicht runter. Weil dann können wir hier... Wir haben schon gedasht. Wusste ich natürlich. Doch. So treffen wir beide. Und sie sind beide raus. Sehr schön, sehr schön. Es fängt gut an heute. Auch wenn das bei mir echt laut ist. Oh, jetzt muss ich... Oh, das ist ja ganz unangenehm. Luxusprobleme halt, man kennt's. Wo sind denn? Ach, da hinten sind doch 10.000 Gegner. Aber von hier treffe ich leider keinen. Na dann. Place ich mich mal dahin. Ja. Let's go. Die haben nichts getan. Meine Frage ist, warum? Ich bin maximal verwirrt, Guys. Jetzt einen Jump. Oh, Flug, Flug, komm, 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 noch ein Stück, noch ein Zentimeter. Wunderbar. Fliegen, fliegen, fliegen. Ich will den Dash. Ich will den Dash. Will ich? Ich glaube, es gibt keinen Hochsitzbonus, beziehungsweise haben wir den noch nicht. Deswegen ballern wir direkt auf ihn drauf. Der Hochsitzbonus kann tatsächlich auch geskillt werden mit Punkten. Ja, Bowie, du stehst jetzt hier ein bisschen... Naja, nicht ganz so nice. Aber das soll mich erstmal nicht davon abhalten, mit Rebella hier lang zu fliegen. Oh, 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 oh. Rebella fliegt nicht so lang. Das ist schlecht. Aber ich würde ganz gerne nach hier oben. Dashen. Dashen. Und um hier reinzuwerfen. Um erstmal zu gucken, wie viel Damage wir grundsätzlich machen. Und es sieht ja erstmal nicht so schlecht aus. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich zu laut bin. Aber das auch nur eine optische Illusion meines Dings. Weil der maximale Streifen ist bei Rot, den erreiche ich jetzt. Aber der ist halt die ganze Zeit eingeblendet. Deswegen, ich denke, ich bin die ganze Zeit im roten Bereich. Aber wenn ich so rede, tatsächlich gar nicht. Wobei, was man noch machen könnte, wäre das Mikrofon ein bisschen mehr rüber zu holen. So. Es ist halt noch Bowser, der halt mal wieder nichts kann. Wir können hier auch nichts. Das bringt nichts. Das auch nichts. Also zünden wir den Gegnern den Zug rüber. Hier kommen sie. Die scannen wir, den scannen wir. Den Typen, der jetzt gerade beschossen hat, den scannen wir. Den finde ich nämlich nicht so freundlich. Ja, der wird erstmal schön scannt. Ich spüre die Lüfter bisher. Das Glas ist noch nicht drauf. Weil noch ein bisschen RGB und so, das muss noch angesteckt werden. Das ist unwichtig erstmal. Aber ich spüre den Luftzug bis hierher. Ach, wie cool. Mich freut das so. Leute, ihr wisst doch, was das bedeutet, wenn mein PC wieder steht. Natürlich fängt bald Stray an. Wahrscheinlich fängt Stray an, bevor dieses Video kommt. Heute ist der 30.10., ein Tag vor Halloween. Ihr könnt euch jetzt ja ungefähr ausmalen, wie lange das Ganze hier gedauert hat. Ja, wie viel ich schon im Voraus aufgenommen habe. Ich werde reingeballert. Bam. Ach ja. Ich habe das Spiel vermisst. Ich mag es, Sachen kaputt zu schießen. Wir wollten den Typen hier scannen. Machen wir jetzt. So. Der hat 777 Leben. Löst keine Reaktionsfähigkeiten der Helden aus, wenn er sich bewegt. Er beherrscht seine Technik, mit der er vor seinem Angriff Helden von ihrer Deckung trennt. Frostbeulen ist er empfindlich. Ich habe kein Eis. Also doch hätte ich, aber passt meine Sparks nicht jedes Mal an. Sehe ich denn aus? Es sind actually nicht mehr viele zu bekämpfen. Deswegen ich hier ganz ehrlich sagen muss, der Kampf ist einfach... Klar, wir sind noch zwei Level drüber, aber... No Stress, no Stress. Sag's, wie es ist. Jetzt wird erstmal in seine Richtung geflyt. Das ist das anglizismianische Wort für fliegen. Ja, ihr könnt mich... Nach der Aufnahme könnt ihr mich verhauen, kein Stress. Weiß nicht, woran das liegt. In letzter Zeit gehen sehr viele... Das sind schon meine zweiten Kopfhörer von der Dings. Aber irgendwie, die machen alle komische Sachen. Der Reichweite. Auch nicht hier.
Lass mal so ein paar Dings schicken. Ziemliche Pop-Ins, das Game. Aber das ist gut. Oh, CPU. Oh, wir sind wieder so am Limit. Wir sind am Limit. Also im Sommer sollte ich auf jeden Fall die Qualität runterstellen. Manchmal ist es ein bisschen komisch. Aber Leute, ja, nur nicht damit ihr denkt, dass ich jetzt hier eine schlechte Prozessor gekauft habe, ja. Ich spiele hier auf maximal krassesten Einstellungen. Also ignoriert den Fakt bitte, dass das hier wirklich ganz oben ist, ja. Also, ich mache halt wieder traurige Dinge. Habe ich nicht gerade den Zug abgegeben? Nein, ich habe Bowsers Ding gezündet. Wahrscheinlich 90%, weil ich habe nicht mal Ahnung von irgendwelchen so Sachen. Ich erkläre das einfach nur irgendwie random. Nein, ich spiele wirklich auf dem krassesten der krassesten. Wenn es wirklich zu schlimm sein sollte, dann kann ich nochmal runtergehen. Aber zurzeit läuft die Aufnahme halt relativ flüssig und dann ist das okay. Aber wenn es halt dazu kommen sollte, dass es einfach zu heiß läuft, dann gehe ich mit den Einstellungen runter. Also es ist wirklich hier meckern auf dem allerhöchsten Niveau. No joke. Was ich hier mache, ist wirklich, also... Könnt ihr auch mal testen, wie es ist, über meine Grafikkarte zu streamen, vor allen Dingen aufzunehmen. Ich glaube, das teste ich mal in der nächsten Aufnahme. Nee, nee, das ist jetzt nicht wert, actually. Wird reingeballert. Um. Nein. Kann aber... Nein. Warte, aber ich kann doch... Ich hab doch hier... Kein... Problem. Wobei, ist ja relativ egal. Der wird weggedasht. Und er wird aus dem Leben geschossen. Und da haben wir es auch geschafft. Wunderbar. So, was getten wir? Erfahrungspunkte natürlich, die ich nicht brauche zurzeit. Paar Coins und Sternteile. Wunderbar. Ich hoffe, es gibt eine Cutscene. Das war eine Story-Mission, oder? Ja, dann halt nicht. Dafür kommen wir jetzt aber in die Tiefen des Waldes. Let's go. Ich hoffe, da gibt es eine Cutscene. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit meine Knöpfe zu drücken, hier um diesen hier zu machen. Ich glaube, das nervt auch ein bisschen. Meine Instrumente sind nicht in der Lage, uns den sichersten Weg durch dieses Waldlabyrinth zum Finsterzeit-Tentakel zu weisen. Das Risiko, sich nicht unwiederbringlich zu verlaufen, ist ungefähr so groß wie die Wahrscheinlichkeit eines Schneeballs. Okay, danke. Schon kapierte, auch ohne genaue Zahlen. Eureka! Ich hab's. Wir brennen den Wald nieder. Dann können wir schnurstracks zum Tentakel gehen. Auf keinen Fall. Ich werde Funkels Bipo-Kraft nutzen, um den sichersten Weg zu finden. Verstanden? Also wirklich, was ist heute nur mit euch los? Niemand gibt Rabbit Mario jemals Streichhölzer. Klar? Habe ich verstanden, Bipo. Sorry, dass ich mich kurz eingeblendet habe. Ich war gerade so perplex, als die Cutscene gestartet hat. Auf einmal alles angefangen hat zu schreien. Ich glaube, wenn ich mich drehe, kann es sein. Ja. Seit wann ist meine Kamera? Ich stelle mal ganz kurz die Kamera. Es tut mir leid, wenn das irgendwie jetzt ein bisschen so organisatorisch wirkt. Aber. Das muss jetzt halt sein, weil. Hier, wenn ich zum Beispiel mich ganz, ganz schnell drehe. Dann macht keinen Sinn. Meine Switch berechnet das und nicht der Prozessor. Deswegen kann ich euch nicht sagen, woran das liegt. Aber gut, ich hoffe, ich kriege das bis nächstes Mal rum. Hier gibt es Fußstapfen, denen wir folgen können. Davon weiß ich tatsächlich, weil ich gespoilert wurde. Reden wir nicht drüber, aber davon weiß ich. Aber wir müssen sowieso hier hoch, sehe ich das richtig? Ja. Um dem Auge hier eine Kugel, ein Ei zu verpassen. Ich glaube, da wäre es jetzt auch erklärt worden. Und hier ist der nächste Checkpoint. Wunderschön.
Können wir wieder ein bisschen was anschreien. Du hier machst wahrscheinlich erst wieder was, wenn wir hier fertig sind. Immer genau um. Scheint es erstmal nichts zu geben. Dann lass uns oben weiter steppen. Sie ist die ganze Zeit links rot, wenn das nicht... Nee, da komme ich nicht. Hä? Oh, hier links geht's weiter. Das hätte man mir ja auch sagen können. Ich will nicht, dass die Aufnahme anfängt zu laggen. Also ich verstehe, dass mir das sagen soll, steppe nach links, aber... Oh mein Gott, hier ist eine versteckte Röhre. Wie krass. Die muss man auch erstmal sehen, ja. Zack, zapp, zapp. Ich glaube, mich hat ein Gegner gesehen. Nein! Wir gehen durch die Röhre. Ganz schnell. Oh mein Gott, weg von ihm. Ich will mich hier jetzt nicht unnötig noch mit Gegnern legen. Wenn ich schon... Also... Was willst du mir sagen? Ich bin vorsichtig auf eine unsichtbare... Du kannst nicht gegen unsichtbare Barrieren stoßen. Da. Wundervoll. Den schieben wir jetzt erstmal da vorne runter. Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit nach links schaue. Aber ich will natürlich euch auch das beste Aufnahmeerlebnis bringen. Deswegen ich halt darauf achten. Das war mein zweiter Desktop. Der gerade aktualisiert hat. Also mein erster Desktop. Der zweite. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Sieht hier so ein blöder Gumba. Ein Mensch mag. Ich will nach da oben. Ich will mich doch hier umgucken. Hier ist doch Open World. Hier eine Röhre. Die sagt mir, step da durch. Hier gibt's krasse Sachen zu sehen. Ich bin voll auf meiner Brille. Hier brauchen wir ein 3. Oh mein Gott, ich muss meine Brille. Mach das nach. Oh, das nervt jetzt. Warte, bis der Gumba umgedreht hat und dann sammeln wir die. Dreh dich um, hinter dir gibt's. Nein, hör doch auf. Okay. Okay. Da ist eins! Nee, das ist ein. Ist das ein Ei? Was? Also. Hä? Was soll ich damit? Irgendwo ein Auge? Das sieht nämlich nicht danach aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier renne ich bestimmt. Oh, aber da vorne könnte eins sein. Natürlich, klar. Hier! Bumm! Damit können wir uns auch den Eb. Den Eb weiter erwegnen, genau. Den Weg weiter ereb. Der Kollege sieht uns nicht. Und wir machen den Waldlauf. Steppen direkt rein und während da irgendwie was lädt, kann ich meine... bisschen doof. Lasst mich. Ja, jetzt zum Beispiel sinkt es auf 35%. Ich glaube, es liegt wirklich an der Capture Card, die auch ein bisschen Prozessor beansprucht. War ein bisschen viel. Wo die eigentlich... Ja, auch egal. So, wir haben ein erreiche das Gebiet. Das sollte für uns doch gar kein Stress sein. Quietschkaninchen springt hoch in die Luft. Ja, aber das sieht ein bisschen sus aus. Also ich will hier nicht judgen, aber also, auf den Baller, ich komm. Vollster Damage. Schade. Ach so! Natürlich, klar. Kein Problem. Nein, nein, nein. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Nein. Das sind halt zwei so Kollegen. Die möchten halt, also... Oh, komm. Drop. Wundervoll. Rabbit Rosalina macht so unfassbar viel Damage. Die beiden sollten auch down sein. Ja, wundervoll. So will ich das. So steppen wir doch ganz gut rein. Er kriegt auf jeden Fall ein paar meiner Robo-Koopas ab.
die nachladen müssen, weil sie eine Feuertextur brauchen. Es ist komisch. Ich weiß, ich weiß. Oh. Explodiert nicht? Boah, aber die explodieren doch jetzt nächste Runde, oder nicht? Ich kann mit keinem mehr ballern, gell? Nein. Der kommt safe nicht bis in Range. Deswegen gebe ich meinen Zug mal ab. Guck mal, was er so macht, zack. Ja, er ist unempfindlich, aber es macht halt trotzdem Damage. Vor allen Dingen, es ist ja nur ein erreichtes Gebiet. Warum kämpfe ich denn? Um? Also, ja, aber... Um? Hoch mit dir. Sam, wir machen hier... Ich glaube, wir haben hier tatsächlich, ja... Wenn wir hier runterjumpen, einen größeren Bereich, wie wenn wir das nicht... Na, ich will tatsächlich mit Rosalina weiter. Deswegen machen wir hier. Ah, weil ich kann jetzt mit. Nee, ich kann nicht mehr springen. Ich wäre gerade gesprungen. Oh ja, wir können sogar jemanden treffen. Und rausnehmen. Zack, 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 zack. Wunderbar. Ich finde, die Stimme ist immer noch. Rosalina hat echt eine krasse Stimme. Ich weiß nicht, ob ich gegen den kämpfen will oder es einfach... Alter, was? Komm, hier schön Damage rein... ...shooten. Ich sag's, wie es ist, das interessiert mich nicht. Rebella ist jetzt halt mal diejenige, die halt hinten bleiben muss. Einer von denen erreicht du. Ja, okay, er. Einer, krass. Spawn tatsächlich welche. Darum könnte sich tatsächlich Rebella kümmern. Während Bowie und Rabbit Rosalina hier ins nach vorne steppen. Kann man noch einen schnieken Dash rausholen. Schnieke, das ist so ein Wort, das habe ich auch seit safe 50 Jahren nicht mehr. Oh, ich fliege wenn dann da. Ich glaube, von hier können wir uns weiter bewegen. Ja. Können wir auch. Kommt nämlich sogar schon bis hierher. Und kann ihn ein bisschen wegfeuern. Ist wichtig. Ach, endlich. The thing is... Nein, ich will ihn nicht treffen. Okay, ich will ihn treffen. Komm, jetzt aber richtig guten Damage. Jetzt zack, doppel, doppel. Wundervoll. Ich kann nichts machen in der Runde. Alles gut. Er kann sich gar nicht bewegen, weshalb es sich nicht mal lohnt. Die Chance, dass wir ihn rausnehmen, ist sehr gering. Ich probier's. 1000 Schaden. Also die Chance, dass das und das passiert, ist ziemlich gering. Sagte der Typ exakt 2 Sekunden, bevor er doppelt so viel Damage gemacht hat, wie er brauchte. Nice one, nice one. Is it no enemies in der Gegend? Nö. Ich gebe meinen Zug ab und hoffe, dass der Typ hier, genau der hier, nicht allzu nah zu mir kommt. Ja, so viel dazu. So war das eigentlich nicht geplant, aber das ist voll okay. So auch nicht. Wir haben jetzt 2 Snippers offen. Finde ich ja nicht so schön, sag mal. Also das... Nee. Nee, das gefällt mir nicht. Nein, das will ich nicht. Halt, stopp. Perfekt. Wir kommen nicht... Wir kommen so safe ins Ziel. Habe ich gerade erfahren. Dieses Game ist so broke gerade. Aber warum? Ist meine Frage. Also wer, also... Wir sind gerade 2 Meter in der Luft gelaufen mit Bowser. Okay, kann mal passieren. Also Bowser, mach alles gut. Ich sag ja nichts, aber... Jetzt ist es schon. Ich nehme den doch einen Dash mit. Stopp, stopp, stopp. Bowser, komm. Jetzt aber richtig gut Damage machen hier. Wichtig. Ja, noch schön die 2 Dinger mitgenommen. Der ist nur mit Luck raus. Nee, ist er nicht.
Ah nein, ich hätte zuerst mein Ding zünden sollen, gell? Ja. Na los. Okay. War vielleicht ein bisschen stupid. Egal, ab ins Ziel. Hätten wir das dann auch hinter uns. Oh, ich will genau in der Mitte landen. Ha! Wunderschön. So, wir kriegen natürlich Erfahrungspunkte, habe ich gehört. Ziemlich viele sogar tatsächlich. Das freut mich. 60 Münzen, 110 Sternteile. Damit kann man doch leben. Für 100 Münzen kriegt man, glaube ich, fast 3 Pilze. Das ist doch voll okay. Vorne wartet wieder einer und geht auf uns. Mag ich jetzt. Aber der läuft hier im Kreis, weswegen wir ihm laufen. Dann an ihm vorbei. So, ganz kurz nochmal nach hinten blicken, ob wir was verpasst haben. Hier zumindest nicht. Oh. Was ist denn das jetzt auf einmal? Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sehen. Der Tentakel, der den Wald aussaugt. Und er ist in einer tiefen, finsteren, gruseligen Grube. Das hatten wir noch nie. Seid vorsichtig. Wir wissen nicht genau, in was ihr da unten reinstolpert. Ihr seid quasi die Mäuse im Labyrinth. Das ist eine Metapher. Weiß nicht, ob ich Metaphern so gut finde. Aber ein Glück, dass wir da jetzt nicht schon automatisch runtergejumpt sind. Weil ich möchte eigentlich noch nach da hinten. Aber... Und den Checkpoint aktivieren, den ich übersehen habe. Ich würde sagen, tatsächlich heute eine etwas kürzere Folge. Aber beim nächsten Mal steppen wir nach da unten. Was uns da erwartet? Keine Ahnung. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Channel, um die nächste qualitative Folge nicht zu verpassen. Wir sehen uns bis dann. Ciao, ciao, Leute.